Detlef Schuh ist Imker in Wien-Grinzing. Seine Bienenstöcke befinden sich im Norden der Stadt, gleich neben Weinbergen gelegen. Bei unserem Besuch hatten wir das seltene Glück, Zeugen eines Bienenschwarms zu werden. In den Monaten Mai und Juni nutzen kräftige Bienenvölker den Überschuss an Nektar und Pollen, um sich zu teilen. Die Hälfte der Bienen, immerhin rund 15.000 Insekten, bleibt in der Bienenkiste und zieht sich eine neue Bienenkönigin heran. Der Rest zieht mit der alten Königin aus und setzt sich in der Nachbarschaft als Schwarmtraube in einen Baum. Woraufhin Detlef Schuh als Imker seine liebe Mühe hat, die Ausschwärmer wieder einzufangen und in einem neuen Bienenkasten anzusiedeln. Das Grundstück des Imkers hat eine rechte Größe und immer wieder müssen Bienenkästen, Gerät, Schnittgut und Erdreich vom oberen Gelände, auf dem sich die Bienen befinden, zum Lager und den Garagen im unteren Teil transportiert werden. Auto, Fehlanzeige. Hier ist ein kleines Side-by-Side gefragt. Die Kawasaki Mule 610 mit zuschaltbarem Allradantrieb kommt da gerade recht. Also ich habe diese Mule besorgt, weil ich hauptsächlich für meine kleine Hobby-Imkerei sehr viel Material transportieren muss auf den Berg hinauf, fahre nämlich im Sommer den Honig hinunter und im Herbst und im Frühjahr Bienenkisten, Beuten auf den Berg hinaufbringe. Und dafür eignet sich dieses Gerät sehr, sehr gut. Gekauft hat Detlef Schuh seine Mule übrigens beim Kawasaki-Händler Hans Baumgartner in Lenggries, der ihm das Fahrzeug Anfang Juni 2015 von Oberbayern nach Ostösterreich geliefert hat. Und das aus gutem Grund. Schließlich ist Hans Baumgartner spezialisiert auf professionelle Arbeitseinsätze mit ATVs und Side-by-Sides und bietet dafür auch umfassendes Zubehör an. Allen voran die Anhänger von ATV Expert, die Baumgartner importiert und auf den deutschsprachigen Märkten vertreibt.